Den Knuddel Award und erwarten jetzt hier auf der Bühne Sascha, Frank und Katrinchen. Jo. Sascha, Frank und da ist der Katrinchen. Ich gebe dir auch mal eine. Du gibst dir auch ein Mikrofon. Ich hoffe, ja, ich nehme es auch hier noch. Wunderbar. Ja, Knuddel, leg los. Knuddel mal wieder. Was hat es damit auf sich? Sascha, ich glaube, du bist ja aus der Schweiz und von da aus kommt diese ganze Aktion. Nein, ist nicht ganz richtig. Knuddel mal wieder ist eine Kampagne für mehr Toleranz und Akzeptanz. Die habe ich mit dem Mr. Leder Baden-Württemberg und Mr. Bear Germany 2009 gegründet. Und wir wollen eigentlich zeigen, dass ob Fummeltante oder Lederkerl, wir alle gleich sind, dass wir alle mal wieder Geborgenheit brauchen. Leute, die wir aufeinander zugehen sollen und miteinander reden sollen. Das besagt die Kampagne. Ihr wollt auch Leute in der schwulen Community ein bisschen näher zusammenbringen. Eben, und deswegen veranstalten wir auch die Knuddelpartys. Letzte Woche hatte ich eine in Köln, davor in Berlin. War eigentlich ganz lustig. Da muss ich immer Danke sagen an Künstler wie Katrinche, die sich ehrenamtlich dazu bereit erklären, mitzumachen und mit uns eine geile Party, eine geile Show auf die Bühne stellen und ja, einfach zum Knuddeln da sind. Knuddelpartys, jetzt sag doch mal, was passiert auf solchen Knuddelpartys? Ja, man fragt uns immer, ob wir überall Matratzen auslegen und dann einfach mal knuddeln. Aber wir wollen eigentlich in den Partys die Leute dazu animieren, miteinander zu reden, ein Beisammensein für alle da zu sein und aufeinander halt zuzugehen. Vor allen Dingen, darf ich mal ganz kurz, dreh dich mal bitte, komm, dreh dich mal bitte. Wer möchte da Nein sagen? Und ja. Ja, also das Logo hat uns der Zeichner Sven Marcel gemacht, der von den Comics aus der Leo eigentlich ganz bekannt sind. Ist auch ein Berliner. Ist ein Berliner, ein ganz lieber, und er hat gesagt, klar, machen wir bei der Kampagne mit. Und ich mache euch das Logo und seitdem begleitet uns das. Es gibt ja auch, ihr habt eine Veranstaltung gehabt im Frühjahr hier in Berlin, den Knuddel Award. Was habe ich, es gibt einen Teddy Award, es gibt viele Preisverleihungen. Was hat es mit dem Knuddel Award auf sich und wer bekommt den Preis? Der Knuddel Award, der fand zu Ostern hier in Berlin statt und das ist ein Preis für die Leute, die sich ehrenamtlich in der Szene einsetzen, wurden dieses Jahr in 5 verschiedenen Kategorien verliehen. In der Präventionsarbeit, in der Vereinsarbeit, in der Medienarbeit und fürs Lebenswerk. Und Katrinche hat den Preis verliehen für das Lebenswerk. Katrinche. Ja, also ich hatte... Ist an. Ich hatte die große Ehre, die Laudatio zu halten für den Preisträger des Lebenswerks. War für mich eine große Ehre, hat man ja nicht so häufig. War ein wunderschöner, sehr, sehr runder und gut organisierter Abend und war ein großer Erfolg. Es waren Gäste dabei wie Stefanie Hertel, Klaus Winson. Also alle haben gesagt, Stefanie Hertel, oh Gott, was will die Volksmusiktante bei Schwulen? Aber ich muss sagen, die Leute haben alle vom ersten Moment mitgemacht, haben mitgetanzt und das war eigentlich wirklich ein schönes, großes, buntes Programm. Und der Knuddel Award wird jetzt jedes Jahr in Berlin stattfinden oder nächstes Jahr woanders? Der Knuddel Award ist ein Preis für Gesamtdeutschland, nicht nur für Berlin. Nächstes Jahr wird er in Köln stattfinden und wo er in 2 Jahren stattfindet, weiß ich noch nicht. Das wird dann immer an dem Abend verkündet, wo er selber stattfindet. Und welche weitere Termine stehen dann jetzt so noch an in nächster Zeit? Wir sind jetzt irgendwann im August in Mannheim, dann wieder im September in Köln mit 3 Veranstaltungen und auch im September wieder hier in Berlin. Okay, dann kann man knuddeln. Du kannst ja mal aufrufen, hier gemeinsam zu knuddeln vor der Bühne. Ja, also ich gehe einfach mal runter vor die... Hört man das Mikro unten? Du darfst nur nicht zu weit in die Boxen kommen. Okay. Hier, oh Gott, da ist schon jemand. Jeder hat jemanden bei sich stehen, oder? Guckt euch doch mal an. Ich suche mir jetzt hier auch jemanden raus. Geh einfach auf den jungen Mann. Und jetzt einfach mal, ihr macht auf der Bühne aber auch mit, einfach mal das Gegenüber in den Arm nehmen und knuddeln. Ich mach's mit ihm vor. Einfach mal einen Arm nehmen, so schwer ist es nicht. Es bringt gute Laune und man kommt sich näher, ja. Die Stimmung. Und ihr habt ja auch einen Künstler gehabt, den wir auch gleich sehen werden, der euch auch schon mal engagiert hat. Und zwar... Das ist der Bernie Bernard. Ein sehr, sehr lieber und
Kollege sehr gut eine Stimme zum Dahinschmelzen. Ihr werdet gleich in den Genuss kommen. Ich denke mal, ihr werdet genauso viel Spaß mit ihm haben und genauso viel Freude an ihm wie wir. Frank, du bist doch so ganz still geblieben. Dafür hat er schön geknuddelt. Ja, wir knuddeln auch gerne. Aber zum größten Teil, ich bin sehr im Hintergrund bei der Knuddelkampagne und versuche auch einigermaßen, es über die Bühne zu kriegen. Also wir versuchen es sehr viel hier in Berlin aufzubauen, aber wir hoffen, es wird weiterhin so klappen. Wenn jemand mit euch Kontakt aufnehmen möchte, wie kann er das tun? Am besten über Facebook oder über www.knuddelmalwieder.eu, weil es ist eine internationale Kampagne. Wir sind in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland unterwegs und tja. Ja. Hast du noch eine Frage, Christian? Nee. Du bist glücklich. Und alle Internetseiten unserer Künstler, Interviewpartner gibt es auch auf der Seite von Pride Radio oder einfach den QR-Code scannen und dann kommt ihr auf die Website. Dort sind alle Künstler und Institutionen, die wir heute hier auf der Bühne haben, verlinkt. Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich. Wir haben zu danken. Wünschen euch noch viel Spaß auf dem Straßenfest. Seid ihr noch hier vertreten auf dem Straßenfest mit dem Stand, zufälligerweise? Auf der Kalkreuther Straße, neben zwei Stände neben dir. Kommt vorbei, redet uns an, quatscht, knuddelt mit uns. Wir sind da. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei den dreien von Knuddel mal wieder. Ja, Thomas, und einen fast besseren Übergang können wir ja gar nicht haben zum nächsten Künstler.